Ich habe hier eine Idee. Machen wir hier einen Wollknäuel mit solchen Pompons dran. Damit kann man schöne Sachen häkeln und stricken. Ich wollte zeigen, wie man so eine Wolle auch selber herstellen kann. Da habe ich einen Wollknäuel genommen, 100 Gramm. Und daraus habe ich schon mal was vorgehäkelt. Genau das gleiche wie auf diesem Wollknäuel. Nur in einer anderen Farbe. Das häkelt man so. Und zwar fängt man an mit 15 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dann zieht man den Faden ein wenig in die Länge, nimmt eine Schlaufe auf, hält die beiden zusammen, geht nochmal durchs gleiche Loch durch, holt nochmal einen Faden durch, zieht ihn auch so in die Länge und nochmal das gleiche, also 4 Stiche. Dann durch die ganzen aufgenommenen Luftmaschen einmal eine Luftmasche durch und eine feste Masche. Da hat man hier so ein kleines Pompon. Dann wieder 15 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Die Luftmasche hochziehen, einmal umbinden durch das gleiche Loch. Einmal wieder eine Luftmasche hochziehen, einmal binden, durch das gleiche Loch eine Luftmasche hoch, einmal binden und nochmal und hoch und mit der letzten durch die ganzen Luftmaschen und eine feste Masche und wieder 15 Maschen, Luftmaschen anschlagen. So kann man sich selber Wolle herstellen mit kleinen Pompons drin.